Ein herzliches Willkommen. Weiter geht's hier dann mal mit einer Runde Phasmophobia. So, dann schauen wir mal gerade rein. Training haben wir ja gemacht schon beim letzten Stream. So, ich würde sagen, wir erstellen mal gerade ein privates Spiel. Mal gucken, was wir noch alles reißen können. Ich gucke tatsächlich mal, wie ich mich jetzt dann solomäßig an stellen würde. Eine schnurrende Katze in die Twitter-Timeline. Wer macht denn sowas? Leute, die Katzen in die ins Dings packen. Ob es Katzen im Internet gäbe. So, jetzt muss ich ja quasi für alles selbst aufkommen. Na gut, ich habe ja noch ein bisschen Geld, das sollte passen. Ja, ich hatte heute aber auch einige Katzen bei Drakensang. So, Thermometer kommt noch mit. Geisterbuch. Der Rest passt soweit. Ich denke, das Wichtigste hätten wir jetzt. Achso, warte mal, die Geisterbox. Achso, die Standarddinger sind, glaube ich, eh schon drin, oder? Holen wir Geisterbuch raus, holen wir Geisterbox nochmal raus. UV haben wir, Fotoapparat haben wir. Ich würde mich ja auch wundern, wenn nicht. So, gut, dann haben wir eigentlich alles soweit abgedeckt, denke ich mal. Das ist auf Anfänger. Asylum allein auf fortgeschritten. Ich glaube nicht, Tim. Streethouse, High School aus. Oh ne, Moment, Edgefield. So, mal gucken, wie das allein läuft. Ja, warte mal noch ein bisschen, dann hast du wieder oberste Mittelklasse. In 2 Jahren oder so. So, dann schauen wir doch mal nach. Was nehme ich denn mal mit? Ich nerv dich, wenn du allein unterwegs bist. Kruzifix brauchen wir unter 10 Celsius. Ja gut, Teammitglied Zeugen eines Geister-Events, ich glaube eher weniger. Thermometer nehmen wir dann gerade mal mit. Und Taschenlampe mal. Ich nehme das Geisterbuch mal noch mit. Das sollte dann ja einigermaßen passen. Ach ja, BMW. Die haben ja auch ein paar nette Sachen mittlerweile eingebaut. Achso, ich hätte mal gerade nachgucken können. Ups, wie
Wie heißt denn der Gute? Donald Davis, haha. So, Donald Davis, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Knarzende Treppen hier. Ja genau, wenn die beiden geheiratet hätten, dann wäre das wahrscheinlich als Kind rausgekommen. Wo bist du? Na, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. 11 Grad, wahrscheinlich nebendran. Da war doch gerade was. Da spielt jemand mit der Tür rum. Okay, wir haben den Raum gefunden. Schreibe das Buch. Sah gerade etwas komisch aus, das Handtuch. Ich glaube, auf YouTube Kacke habe ich noch nie großartig was geschaut. Wie sah ich mit der Sanity aus? Oh. Alles noch im Bereich. So, schau mal, wie er hier hierzu seinen Spaß hat. Okay, EMF ist quasi nichts. Vielleicht doch den falschen Raum hier. Oder ist halt auf dem Flur. Das könnte ja auch noch sein. Nö, ich glaube, hier ist erst... Ah, doch, okay. Buch haben wir. Sehr gut. So, dann...
Und noch Anmachsprüche verwenden? Okay. Ich weiß ja nicht. Es liegt wunderbar. Da. So, wahrscheinlich fängst du jetzt an zu jagen, wenn ich unten bin, oder? Okay. Im Moment will ich ja tatsächlich, dass er ein bisschen ruhig bleibt. Hier ist noch nichts erledigt. Ich hab doch den Raum. Ist das nicht abgehakt worden? Na gut, ich glaube, dann können wir ja mal nachschauen, was mit Fingerabdrücken und eventuellen Geisterorbs auf sich hat. Hoffen wir mal das Beste. Aha, Handy vibriert. Ordnung. Und wir haben Fingerabdrücke. Ah, alles klar. So, dann sind wir jetzt ja. Wo ich gehe noch ein Stückchen weiter. Das letzte Mal, da sehe ich einer, hat es einen zerlegt, als die aus dem Fenster noch raus sind. Und die Geisterbox habe ich noch nicht. Muss das Thermometer gleich nochmal mitnehmen. Jetzt Licht ausmachen sollen. Dann reagiert dich gerade mal ab. Deine T ist auch okay. Ich glaube, der ist nicht so ganz zufrieden. Ja, wie gesagt, kannst du gerne machen. Dafür ist es ja live. Da habe ich jetzt die Taschenlampe abgelegt. Statt der UV-Lampe. So, dann können wir gleich mal gucken, was wir noch so finden. Ja, genau. Das hat er vorhin auch schon durch die Gegend geschmissen. So, hier, wir haben unter 0, unter 10 Grad. Hier sogar noch weniger. So, dann schauen wir mal. Und ich glaube, das war ja auch Anfänger, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher sollten wir das einigermaßen gut hinkriegen. Ich glaube, da ging es gerade ordentlich ab. Jetzt hast du es, okay.
Sieht allerdings nicht nach Geisterorbs aus. Ah, guck mal, die Tür bewegt sich. Jetzt flackert es ein wenig. So, Bewegungsmittel könnten wir noch mitnehmen. Flup. Obwohl, die können wir direkt oben ablegen. So, mal gemütlich nach oben. Wo bist du? Okay, hast du keinen Bock drauf? Bist du hier? Wie alt bist du? Ja, wahrscheinlich war das im Cloud-Server mit drin. Wird ja mittlerweile eine ganze Menge in der Cloud gespeichert, praktischerweise. So, also Box ist es nicht, aber es sind halt tatsächlich auch keine Orbs zu sehen. Gefriertemperaturen sind es auch nicht. Glaub, dann gehe ich doch mit dem EMF durch. Irgendwie Gefühl ist das Letzte, was jetzt noch fehlt, oder? Wo bist du? Bist du hier? Kann sein, dass er hier drin ist, ne? Da ist er. Hi. Na du? Ich hätte die Fingerabdrücke noch fotografieren können. Zu spät. Bist du hier? Zeige dich. Ja, EMF ist halt leider nicht. Okay. Wir haben Buch, wir haben Fingerabdrücke. Ich gehe mal lieber in den Van. Sicher ist sicher. Wie ist eigentlich mit der... Ah, oh, geht. Lassen Sie ein Teammitglied. Ich habe keine Teammitglieder, aber ist okay. Ach so, ein Teammitglied von. Okay. Ist nicht irgendein anderes Teammitglied. In Ordnung. Ja, ich habe es verstanden. Bewegungsmelder können wir noch mitnehmen. Aber nee, Orbs sind ja keine da.
Von daher fällt das raus. EMF ist nicht, Geisterbock ist nicht, Fingerabdrücke haben wir, Orbs haben wir nicht, Gefriertemperaturen haben wir nicht, Geisterbuch haben wir schon. Okay. Kann ich mal gucken, ob ich das vielleicht hinkriege, dass ich das jetzt so platziere, dass ich das mal fotografieren kann. Da wird mir so ein bisschen was an Beweisen. Ja, und ich könnte natürlich mal gucken, ob hier noch irgendwas an Knochen oder so rumliegt. Ihr schon mal nicht? So, in der Garage geht, glaube ich, auch nichts großartig ab. Fürs Erste. Und dann mal ab in den Keller. So, aber da scheint auch nicht so unglaublich viel los zu sein. Na? Na gut, ich meine, wir haben ja eigentlich den Platz ja schon gefunden. Ah, was ich aber mal machen könnte. Und lauter. Dann gerade, wenn nachher dann noch jemand mit dabei ist, weil sie gleich, dass man dann eher was hört und mitkriegt. So. Dann... Huch. Ich glaube, es ist doch ein bisschen laut. Ach Mist. Hi. Na? Ja, also soweit ist es deutlich besser. Das stimmt auf jeden Fall. Ich dachte gerade, der kommt schon hier rein. Ah. Vielleicht ist er einfach in dem Zimmer drin. Ja, das war jetzt nix. Aber was fehlt noch? Also wir haben hier keine Gefriertemperaturen. Das Einzige... dass es eventuell Orbs sind, die sehe ich nicht, weil alles andere haben wir hier ausgeschlossen. Wie alt bist du?
Nichts erkannt. Ich würde sagen, ich tippe einfach mal auf Orbs und mache mich dann jetzt von dannen. Hat ja sonst irgendwie alles keinen Wert. Ah, 16 sind wir auch schon runter. Hey, wir haben alle Bonus-Ziele alle erledigt. Cool. Dann haben wir halt auch noch... Gibt's nicht? Wir hätten Spirit oder Revenant. Was haben wir denn? Revenant ist langsam. Level, den man jagt. Vor dem Revenant bewegt sich sehr langsam. EMF Level 5. Fingerabdrücken, Geisterbuch. Und Spirit wäre halt Geisterbox. Aber da hat er nicht drauf reagiert. Interaktion nochmal, Fingerabdrücke haben wir sogar zweimal, sehr gut. Ach, wir mussten nicht mal ausleuchten, gut zu wissen. Ja, raten wir einfach mal, sagen wir mal Revenant und dann geht's ab nach Hause. Klick. Schauen wir mal. Genau, gebe ich dann gleich mal frei. So, 50-50 Chance. Mal gucken, ob ich richtig lag. Jawohl! Sehr gut. So, cool. Aber wie gesagt, eh bei 5 war. Gut, wahrscheinlich hätte ich ins andere Zimmer gehen müssen. Das kann natürlich sein. So, dann. Hast du diese verdammte Maus. Kann ich aber auch gerade hier in den Dings gerade reinschreiben. Stream. So, kannst du copy und pasten. Wenn dir das angenehmer ist. Da ist er ja schon. Level 9. Hast ja noch ein bisschen was zu tun dann. Und ich glaube, dein Push-to-Talk musst du noch anstellen. Beziehungsweise, du kannst es auch einstellen, dass es dauerhaft aktiviert ist, was ich halt auch etwas angenehmer finde. Ah ja gut, stimmt. Wenn du, ich glaube, du hast es ja noch... startest du ja eh, glaube ich, eh gerade zum ersten Mal... Ja, dann stell mal noch ein. So, dann können wir schon mal gucken, was haben wir denn jetzt? Reffen Farmhouse, ja, ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Dann wird es hier so langsam was. Jetzt geht das, okay. Genau, jetzt habe ich auch Ton. So, das hört man dich auch sehr schön. Sehr gut.
Moment, trotzdem, ich mach's für den Stream vielleicht noch. Ich wollte eigentlich keine Frau spielen. Ticken leise, kannst du ja ändern. So. Haben wir jetzt einen Typen. So. Sehr schön. Und das Spiel läuft butterweich auf der Kiste, das ist wahr. Ja, wie gesagt, wäre auch verwunderlich, wenn nicht. So, also so, ich gehe mal gerade die Jobs durch. Wir hätten halt einmal die Brownston High School. Würde ich, glaube ich, zu zweit ist es auch noch ein bisschen stressig. Mhm. Asylum ist dann, glaube ich, eh gleich mal komplett raus. Ja. Ich hätte dann noch. Sehr gruselig. Ja. Ich hätte immer das Grafton Farmhouse auch fortgeschritten. Und das Ridgeview Roadhouse auch fortgeschritten. Aber das hatten wir, glaube ich, gerade schon. Dann nehmen wir das Farmhaus. Genau. Auch wenn ich das auch gruselig fand. Ich fand die normalen Häuser sind eigentlich okay, aber der Farmhaus ist eine Stufe gruseliger. Die Schule ist gruselig und das Asylum, hör mir auf. Ja, Asylum ist halt, das haben aber irgendwie auch alle gesagt. Das heißt alle, also die drei Streamer, wo ich mal reingeschaut habe, dass das halt atmosphärisch das deutlich Beste ist. Kann ich noch irgendwas hinzufügen eigentlich? Guck mal, ob du. Also wie gesagt, ich glaube ansonsten dürfte ich. Kann gar nichts hinzufügen. Ich habe auch, glaube ich, keine Gegenstände gekauft. Kann ich ja, überhaupt was kaufen? Kein Problem. Ach, stimmt, ich habe Geld. Was kann ich denn kaufen überhaupt? Fotoapparat wäre nicht schlecht. Videokamera könnte man mal kaufen. EMF-Reader, ich kann eh total viel kaufen, weil ich habe gerade Geld. Ist auf einmal Geld, ja, genau. Starke Taschenlampe, Bewegungssensor, Audiosensor könnte man auch mal kaufen, Thermometer. Ich glaube, den hatte ich bisher irgendwie noch nie und die auch noch nie gesehen, weil der wohl jetzt nicht so unglaublich nützlich sein sollte. Aber gut. Infrarot-Lichtsensor, stimmt. Das war ja das Ding. Tiefräucherstäbchen, Kruzifix. Ja, also wir hatten jetzt, ich glaube, zwei, dreimal hatten wir tatsächlich, dass wir kein Kruzifix hatten und das war dann halt eine der Nebenaufgaben, von daher. Mach einfach mal alles. Hat das irgendeinen Nachteil, wenn wir so viel Kram da hinzuschmeißen, oder? Ja, wenn du stirbst, ist es halt alles weg. Das ist ja blöd. Also okay. Wenn der Geist dich kriegt, ist das, was du dazu gegeben hast, weg. Okay, da muss ich mal gucken. Also ich denke, es ist das Gröbste haben wir jetzt halt auch schon, von daher. Also wir können, also du kannst zumindest eine Videokamera rausnehmen, wir sind hier nur zwei. Ich weiß gar nicht, wie ich das rausnehmen kann, weil ja, genau, einfach auf das Minus. Okay. Genau, jetzt ist sie raus. Geisterbuch reicht theoretisch auch nur eins. Starke Taschenlampen habe ich zwei Stück schon drin. Für jeden einen Knicklichter habe ich noch. Das ist ja grauenhaft so. Ja. EMF-Reader kannst du auch noch rausnehmen. Da reicht auch einer, jawohl. Taschenlampe eine. Ich habe nämlich eine starke Taschenlampe reingehauen. Genau. Ja, ich glaube, das sollte fürs Erste reichen. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Na dann, einmal auf bereit. Und dann geht's los. So, sehr schön. Das ging ja erfreulich schnell. Das ging bei mir noch schneller, weil ich das Spiel auf der SSD installiert habe. St-
Stimmt, das wäre noch eine, weil meine Mutter gefragt hat, ob ich mir irgendwas zum Geburtstag oder Weihnachten wünschen würde. Boah, SSD wäre eine Sache. Ist günstig. Mhm. Also, wie gesagt, eine größere. Margaret Jackson heißt der Geist. Mhm. So, was müssen wir denn machen? Okay, haben wir Räucherstäbchen? Natürlich, doch, wir haben, nee, wir haben natürlich keine Räucherstäbchen dabei. Wie gesagt, irgendwas fehlt immer. Salz haben wir auch nicht. Doch. Was zur Hölle? Doch, Salz haben wir tatsächlich. Echt? Ja. Okay. Und ein Foto Salz müssen wir machen. Salz? Genau. Hey. So, ich montiere gerade schon mal die Foto Kameras. Oh mein Gott. Ausgerechnet die schweren optionalen Ziele. So, mal gucken. Muss ich mich auch mal ausstatten. Das ist die normale Taschenlampe. Das ist die normale. Also das, eigentlich was? Die kannst, das ist die einfache Taschenlampe. Nimm unten die kleineren, das sind die starken. Mit G kannst du wegschmeißen. Okay. Hat die Lampe etwa so viel Gewicht? Hallo? Doch. Jetzt. Gucken. Ja, das ist die normale Taschenlampe. Mein Headset hat irgendwie einen Wackelkontakt, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe meins am Samstag ja, also mein Kopfhörer am Samstag zur Post gebracht. Bisher kam mal noch nichts zurück. Mhm. Aber die haben ja gesagt, der kommt doch erstmal 3 Tage in Quarantäne. Glaube ich, nehme mal den Temperatursensor mit. Gut, ja, dann nehme ich Geisterbuch und die Geisterbox. Ja, dann kannst du entweder noch den EMF oder vielleicht schon direkt den Fotoapparat. Ach, erstmal EMF. Gut. Und wenn du willst, kannst du dir noch eine Videokamera überziehen. Ich habe noch eine gesponsert. Mhm. Yay. Kann ich dich hier monitoren? So, hüpfen mal rein und hoffen das Beste. Wird schon schief gehen. Ja, denke ich auch. Wiese, Margaret, wo bist du? Ich kann ja mal oben gucken. Mhm. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? So, schon fündig geworden? Nein, hier ist absolut alles im grünen Bereich, ja. Temperaturmäßig. Wo bist du? Wie alt bist du? Ach, den habe ich mal gar nicht gesehen. Ah. Siehst du mal öfter mal was Neues. Hey, ist temperaturmäßig. Ja. Also wenn es unter 10 geht, dann ist schon mal, das wäre schon mal eine Sache. Das ist dann schon mal ein relativ gutes Indiz. Und Gefriertemperaturen halt auch. Das sowieso. Wo bist du? Na? Das war gerade bei 9 Grad. Aber ah ja, okay. Wirklich nur kurz. Da können wir mal gucken. 10 Grad... Das ist auf jeden Fall eine Idee. Das ist doof. Bleib in das Buch. 29,6 Grad. Okay. Ja, das ist aber... du bist aber auch hier in dem Zimmer dann quasi. Wo bist du? Bist du hier?
Jetzt waren es 8 Grad, also es pendelt immer hin und her. Ja, das ist aber schon mal... 10. Ja. Es könnte sein, dass er hier ist. Oh, Licht flackert. Das war ich. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob es jetzt an ist oder nicht. Ach, wir müssen ja ein bisschen Atmosphäre aufbauen. So, ich müsste mal... Genau, den EMF Reader. Genau, dann gehe ich mal noch ein neues Zeug holen. Kannst du gut, vielleicht ab und zu brauche ich auch ein bisschen, also ob mit dem Buch schreiben und achso, hört er jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ab und zu brauche ich halt so ein bisschen, bis er ins Buch geschrieben hat oder halt auf die Box reagiert, glaube ich. Ja, die brauchen alle eine halbe Ewigkeit. So, Sanity ist bei 80 bzw. 78. Okay. Dunkles Wasser, dunkles Wasser. Ich hab keine Kamera. Ist auch kein Ziel tatsächlich. EMF ist bald. Okay. Und die Tür geht von alleine. Ja, ich komme jetzt mal mit UV und Kamera. Ich bin Oller Schisshase oder sowas. Aber kann echt nicht schaden zu fotografieren, weil... Ah, er hat ins Buch geschrieben. Ah, siehst du. Er hat ins Buch geschrieben, aber EMF war leider nichts. Okay, dann gucken wir mal gerade, ob er hier... Maximal 2. Ja, irgendwo rum. Wir haben Fingerabdrücke am Lichtschalter. Und an der Tür. Fingerabdrücke am Lichtschalter? Ja, da. Ah, sehr gut. Und hier an der Tür nochmal. Also Buch und Fingerabdrücke haben wir bisher. Genau. Gehe ich aber erstmal in den Truck zur Sicherheit. Ah. Oh, ich sehe es im Stream. Dann dürfen wir jetzt aber auch Foto vom Geist erledigt haben. So, sehr schön. Aber ist bloß blöd, dass wir die anderen Sachen bloß bis auf das Salz... Ja, das sind halt 10, dass wir das andere nicht 10 Dollar, die halt nicht gehen. Das ist ja auch noch vertretbar dann, mehr oder weniger. Ja. Dafür kriegen wir auch noch Bonus, weil wir das ganze Zeug noch fotografiert haben, glaube ich. So, dann UV brauchen wir nicht mehr. Pack mal eine Kamera. Brauchen wir auch nicht mehr. Ja. Sieht denn eigentlich meine... Ups. Nein, bleib da bitte drauf. Ja. Das ist meine Kopfkamera. Sehr gut. Schön auf dem Monitor filmen. Ah, das haben wir damals immer gemacht. Weil sie endlos schleifen. Orb. Dafür, jetzt hier rumgeflogen. Warte mal, Kamera, theoretisch bräuchte ich die ja auch nicht mehr. Wir haben ja, glaube ich, alles fotografiert. Obwohl, die Salzdinger können wir halt dann nochmal machen. Kannst du sicher aber auch nochmal eine Kamera mitnehmen, aber eine mit 5 Bildern. Ja, genau. Sanity, ja, sieht noch passabel. Zur Not haben wir, achso, ja, wir müssen eigentlich Pillen gekauft haben. Da war eine Pille. Okay. Thank you.
So. Du, Licht ist aus. Nee, warte, das Licht ist mal ausmachen. Ja, genau. Ah, Mist. Ich habe den Lichtschalter fotografiert. Ist auch schön. War gar nicht notwendig. Gib uns ein Zeichen. Nee, nix über die Box. Nix über die Box. Da war eine Schattenfigur, ne? Genau, also es war ein weiblicher Geist. So, was war nochmal Salz fotografieren? Spuren. Also er muss halt Spuren hinterlassen. Doch sind da keine drin. Spuren? Okay. Ich geh mal kurz nochmal in den Jeep zurück und schau mal, ob es Geisterorbs gibt. Aber du bist auch bei 50 Sanity Grad. Ich könnte eigentlich die Kamera hier nehmen. Oh ne, weil Licht. Der hat über die Box Okay. Der hat vorhin gesagt, away. Alles klar, dann hätten wir Spirit. Jo. Okay, dann können wir Abflug machen. Also deshalb, ich habe da plötzlich die Box gehört und mal gucken, ob das auch wirklich dann war. Ja, er geht auch gerade ein bisschen ab. Spiritus, na gut. Jo. Ja gut, Sanity bei dunklen Umgebungen, das ist schon ein bisschen... Bleh. Ja. So, das war doch schon mal nicht schlecht. Das ist doch angenehm rund gelaufen gerade. $110, das klingt doch mal gut. So, ja, genau, das war nicht schlecht. Fotos haben wir einige gemacht. Ja, wie gesagt, Aufgabe 2 ging ja nicht.